als ob es in Frankfurt nichts zu essen gäbe. Sowas haben die dort nicht. Ihr Herz. Sowas von stur. Kathi kommt also nicht. Anrufen. Fragen. Das wäre ja noch das Schönste. Eine Extra-Einladung für die Tochter, wenn der Vater den 65. feiert. Herr Kurzenhammel, ruf ich sie eben an und schau, ob sie kommt. Ich Schädel. Das monatliche Care-Paket von deiner Rosa. Es ist himmlisch. Typisch Vater. Selbstgebrannt von Rosa. Ist es nicht ein bisschen früh? Noch, jetzt sei nicht spießig. Na gut, weil ihr seid. Prost. Verlagshaus Reuterer? Ja, Rosa, der Korb ist angekommen. Ob es schmeckt? Es schmeckt. Morgen. Morgen. Meine Frau im Büro? Ja. Nein, ich werde nicht zu seinem Geburtstag kommen, das weißt du. Buchteln. Jetzt da. Nein, und ich kann ihm auch nicht verzeihen. Okay, Rosa, bis dann, ja? Tschüss. An dem werde ich auch gerne mal naschen. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Er ist glücklich verheiratet und das auch noch mit unserer Chefin. Ich brauche den Roman Silvester. Der Verlag braucht ihn. Zum Überleben. Und ich sag's dir nochmal, ich kann zurzeit nicht schreiben. Klar, wenn man die Nächte nur noch in irgendwelchen Bars herumhockt. Aber ich will das alles nicht mehr. Du warst mit dem Arrangement einverstanden. Wir beide gehen getrennte Wege und nur in der Öffentlichkeit bleiben wir weiterhin das erfolgreiche Paar. Verlegerin und ihr Bestsellerautor. Eine bessere PR können wir beide uns gar nicht wünschen. PR, Erfolg, Fassade. Das ist nicht viel, was nach 10 Jahren Ehe von uns übrig geblieben ist. Ich fühle nichts mehr. Ich bin total ausgebrannt. Und deswegen kannst du nicht mehr schreiben. Wo soll die Geschichte spielen? Keine Ahnung. Ein guter Tropfen. Na, wenigstens davon hast du noch Ahnung. Dann sollte die Geschichte vielleicht auf einem Weingut spielen. Barbara, ich habe gedacht, es funktioniert, aber es funktioniert nicht. Ich kann nicht nach all dem, was uns mal verbunden hat, so tun, als hätte es das nie gegeben. Liebe, gemeinsame Träume. Ich kann nicht einfach so zum geschäftlichen Teil unserer Beziehung übergehen. Glaubst du denn, mir fällt das immer leicht? Ja. Wir haben uns mal sehr geliebt. Deswegen hast du mich auch betrogen. Barbara, lassen wir uns scheiden. Und ich suche mir einen neuen Verlag. Aber ich bekomme von dir noch den einen Roman, der sowieso schon angekündigt ist. Und dann lasse ich dich raus aus dem Vertrag. Katharina, würden Sie bitte kommen? Was hast du vor? Ja, bitte? Katharina, das Weingut Ihrer Eltern vermietet doch auch Zimmer. Ja, soll ich für Sie und Ihren Mann reservieren? Nein, nur für meinen Mann. Sein nächster Roman wird nämlich auf einem Weingut spielen. Er braucht Ruhe zum Schreiben und Sie werden dafür sorgen, dass er Ruhe zum Schreiben hat. Sie werden ihn begleiten. Ja, aber das geht nicht. Was soll das bitte? Ich brauche ganz bestimmt keinen Wachhund. Silvester, Katharina ist doch kein Wachhund. Sie ist, wie du ganz genau weißt, meine beste Lektoratsassistentin. Sie ist zuverlässig, sie ist fleißig. Sie wird dir eine große Hilfe bei der Recherche sein und auch sonst wird sie für alles sorgen, was du brauchst. Nicht wahr, Katharina? Ja, aber ich... Das ist keine Bitte. Das ist von nun an ihr Job. Ich verlasse mich auf sie. Organisieren Sie alles. Ich sag dir was, vergiss es. Es war nur so ein Angebot.
Aber wenn ich den Roman nicht pünktlich bekomme, dann, mein Lieber, setze ich dich wirklich unter Druck. Und zwar wegen Vertragsbruch und bei der Scheidung. Ja, Rosa, also dann bis morgen, ja? Tschüss. Jetzt mach nicht so ein Gesicht. Du fährst mit dem tollsten Mann des ganzen Universums auf euer romantisches Weingut. Das ist doch himmlisch. Naja, so toll ist er nun auch wieder nicht. Ganz anders als in seinen Büchern. Und dann auch noch mein Vater. Was ist eigentlich zwischen dir und deinem Vater? Oh, wir verstehen uns einfach nicht gut. Ach so. Na dann, mach's Beste draus. Fahrt ihr eigentlich zusammen in die Steiermark? Keine Ahnung. Und ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Das fängt ja gut an. Jetzt müssen wir rechts abbiegen. Ja, links. Bin ich von hier oder Sie? Ja, links ist viel kürzer. Ja, aber rechts ist ein schönerer Weg. So sieht also das Ende der Welt aus. Es zwingt sie ja niemand, hier zu bleiben. Rosa, ich freue mich ja so, dass du doch noch gekommen bist. Aber nicht freiwillig, Rosa, das weißt du. Ich habe deinem Vater was anderes gesagt. Rosa? Ach, er freut sich doch so, dass du jetzt da bist, zu seinem 65. Darf ich dir Herrn Freitag vorstellen? Das ist Rosa, unsere Haushälterin. Angenehm. Hallo. Grüß dich, Kathi. Hallo, Vater. Und Sie sind also der neue Freund meiner Tochter. Also ich. Sind Sie verheiratet? Ich habe deinem Vater gesagt, dass es beruflich ist. Der glaubt einem nie was. Ein schlampiges Verhältnis dulde ich sowieso nicht auf meinem Gut. Wir gehen in den Weinkeller. Kommen Sie. Schauen das Gepäck. Was macht die Rosa? Er freut sich, ja? Er kann es halt nicht so richtig zeigen. Es hat sich nichts verändert. Und er auch nicht. Er scheint nett zu sein, dein Herr Schriftsteller. Und berühmt. In der Leihbücherei haben sie sogar seine Bücher. Du hast es weit gebracht, Kathi. Na ja, weit gebracht. Ich helfe ihm nur bei der Recherche. Sorge dafür, dass er sich wohlfühlt und dass er seine Ruhe hat zum Schreiben. Aha. Was braucht denn der Herr Schriftsteller so, um sich wohl zu fühlen? Von mir? Eine eiskalte Dusche. Du verstehst dich nicht mit ihm? Nicht verstehen? Rosa, schon lange hat mich kein Mann mehr so genervt. Dann bist du nicht verliebt in ihn? In wen bist du dann verliebt? Seitdem ich mich von Hannes getrennt habe, eigentlich in niemanden mehr. Eigentlich schade um Hannes. Er war doch nett. Ja, genau. Er war sehr nett. Und es war auch ganz nett mit ihm. Aber das reicht mir nicht, Rosa. Das ist das einzige Foto, was ich noch von ihr habe. Das verzeih ich dem Vater nie. Eigentlich schade. Was? Naja, dass er so ganz anders ist, als er schreibt. Der Herr Schriftsteller. Hallo, Walter. Servus, Kathi. Schön, dass du da bist. Servus, Schwesterherz. Hi,
Hallo, Alex. Schön, dass du doch noch gekommen bist. Aber ein bisschen blass bist. Ich arbeite ja auch im Büro, nicht draußen, so wie du. Gehen wir ein Stück. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass der Vater dir das Weingut mal überlässt. Ja, nicht freiwillig. Sein Herz und der Doktor haben ihn dazu gezwungen. Und du? Wie läuft's in der Stadt? Ach, manchmal habe ich schon Heimweh. Von meiner Wohnung aus sehe ich noch nicht mal den Himmel. Und die Luft hier, die riecht ganz anders, wie frisch gewaschen. Ach was. Sei froh, dass du weg bist und das Leben genießen kannst. Ist alles in Ordnung? Naja, leicht ist es nicht. Hat er schon. Und du? Mit dem Vater? Wie immer. Dein Baum? Sie wollten ihn fällen, aber ich hab's nicht zugelassen. Ich muss. Hast mir gefehlt, Kathi. Du mir auch. Kathi! Emma, Mensch, so weit bist du schon. Tja, wer nie zu Hause ist, bekommt dem vieles nicht mit. Du, ich hab dem Baby was mitgebracht. Komm. Mein Gott, ist das nett. Das ist er. Ganz der Papa. Ist wirklich nett von dir, Kathi, aber du weißt doch, wie die Leute immer gleich reden. Über Babyklamotten? Tja, auf dem Land ist es halt so. Da kann nicht jeder einfach machen, was er will. Emma, wir sind gerade mal wieder 5 Minuten zusammen und du fängst schon wieder an. Ich tu nichts. Ich lebe nur mein Leben. Und was ist mit mir, mit meinem Leben? Hast du je darüber nachgedacht? Du bist doch nach dem Tod der Mutter gleich nach Karz zum Studieren. Und hinterher musst du ja auch noch weiter weg sein, bis nach Frankfurt. Du hast doch nur gehen können, weil ich geblieben bin. Wer hätte sich denn sonst um Vater gekümmert? Du bist geblieben, weil du Marius geheiratet hast. Und ich dachte, ihr beiden werdet glücklich. Und jetzt erwartet ihr auch noch das gemeinsame Baby, was ihr euch immer gewünscht habt. Du hast ja recht. Sollen die anderen halt schauen, wenn sie nichts Besseres zu tun haben? Was schenkst du dem Vater zum Geburtstag? Eine ganz besondere Ausgabe von 1800. Mit Goldschnitt. Meinst du, es gefällt ihm? Bestimmt. Von uns hier kriegt er einen Kuraufenthalt mit allen Schikanen. Essen ist fertig. Gleich, Rosa. Und? Was ist jetzt mit dir, Kathi? Hochzeit? Kinder? Wenn du mir den richtigen schön auf einem Tablett servierst. Oh, Entschuldigung, ich habe das Zimmer verwechselt. Kommen Sie nur rein. Setzen Sie sich. Klachelsuppe. Was? Auf Hochdeutsch Schweinshaxerlsuppe. Danke, gern. Ich hol noch ein Gedecke. Die Suppe ist noch heiß. Deshalb möchte ich vorher etwas sagen. Auch weil wir seit langer Zeit wieder einmal alle beieinander sind. Ich bin stolz auf meine Kinder. Auf dich, Emma. Du hast mir immer sehr viel Freude bereitet. Und nun schenkst du mir einen Enkel, der wie alle meine Kinder einen Weinberg bekommt, damit er gleich weiß, wo er hingehört und wie der Rest seines Lebens ausschaut.
Es gibt bei Gott schlechtere Leben als das eines Winzers. Ihr alle wisst, dass es mir nicht leicht gefallen ist, das Weingut aus der Hand zu geben. Es war und ist mein Leben. Also, auf dass in Zukunft unser Wein ein Solitär bleibt. In einer Welt, in der sich die Geschmäcker immer mehr gleichen. Alexander, ich weiß, dass du unser Weingut in meinem Sinne führen wirst. Ich bin stolz auf dich. Du bist stolz auf mich, auf die Emma, auf den Wein und die Kathi. Was ist mit der Kathi? Tja, die Kathi. Natürlich die Kathi. Auf die Emma, das Baby und den Alexander. Wunderschönen Abend heute. Bring gern Schnaps, Rosa. Nächster. Was heißt nächster? Wegen einem Obster macht mein Herz noch lange nicht schlapp. Ihr Herz, Julius Weißenbach, ist mir im Moment völlig wurscht. Mir geht's um das Herz von der Kathi. Sie so vor den Kopf zu stoßen und dazu noch vor einem Fremden. Gestatten Sie eine Frage? Mhm. Warum sind Sie mit mir hierher gekommen? Weil es mein Job ist. Ich meine etwas anderes. Ich meine, weil es doch offensichtlich hier nicht so einfach für Sie ist. Entschuldigung, aber das geht Sie jetzt wirklich nichts an. Ihr Vater verletzt Sie und Sie wehren sich nicht. Warum? Sie sind erst ein paar Stunden hier und glauben, dass Sie alles wissen? Schweigen ist das Schlimmste, Katharina. Weil das alles zerstört. Vertrauen, Nähe. Der andere hält es womöglich für Gleichgültigkeit. Und ehe man richtig begreift, was passiert, ist der Rest auch noch kaputt. Das letzte bisschen, was zwischen einem war. Zwischen Ihnen und Ihrer Frau alles in Ordnung? Sie haben recht. Es geht mich wirklich nichts an. Mama? Ja, was willst du? Der Romantitel für die Umschlaggestaltung? Du bist gut. Ich habe noch nicht mal angefangen. Warum, warum? Willst du hören, warum? Darum. Das ist nämlich irrsinnig idyllisch hier. Ruhe!
seine Ruhe will, warum schreit er dann so? Keine Ahnung. Wieso schreien Sie denn so an diesem wunderschönen Tag? Wahnsinnige. Alles Wahnsinnige. Du hast recht. Der braucht wirklich mal eine kalte Dusche. Bauer, bist du noch dran? Der Einzige, der sich hier wie ein Wahnsinniger benimmt, das sind Sie, Rosa so anzuschreien. Ich kann so nicht schreiben. Der Verlag braucht den Roman in 2 Monaten. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Was ist denn passiert? Ich habe all Ihre Bücher gelesen. Sie schreiben über die Liebe wie kaum ein anderer Autor, den ich kenne. Die Liebe ist doch nur eine Illusion. Eine rosa gefärbte, realitätsverschleiernde Lüge. Also das glaube ich Ihnen jetzt nicht, dass Ihre Romane alle nur eine Lüge sind. Seien Sie doch nicht so negativ, dann können Sie auch wieder schreiben. Dann helfen Sie mir dabei. Dafür bin ich da. Das ist mein Job. Sagen Sie mir, was ich tun kann und ich tue es. Stellen Sie zuerst dieses klappernde Ding da ab. Da müssen Sie mir helfen. Bei noch etwas behilflich sein. Die Vögel verjagen, dass sie nicht mehr zwitschern? Die Grillen betäuben, dass sie nicht mehr zirpen und die Kuhglocken abhängen? Nein. Sie könnten mir etwas über den Weinbau erzählen. Den Weinbau? Naja, sie hat mich nicht wirklich interessiert, aber ich gebe mein Bestes. Abwärts neigen, müssen sie zwischen die Heftdrähte geklemmt werden. Man darf den richtigen Zeitpunkt auf keinen Fall verpassen. Ansonsten kann es bei Sturm zu Windbruch kommen. Und dann ist die Ernte kaputt. Mhm. Macht Ihrem Bruder die Konkurrenz aus dem Ausland auch zu schaffen? Gerade in den letzten Jahren sind unsere Weine wieder sehr im Kommen. Und so viel ich weiß, steht unser Weingut hervorragend da. Sag, was ist das? Ich lass mir von dir meinen Betrieb nicht ruinieren. Ich möchte schwarze Zahlen sehen. Und wie? Du weißt ganz genau, was der Sturm letztes Jahr angerichtet hat. Und alles, was ich vorschlage, lehnst du ab. Ich halte nichts von deinen neumodischen Methoden. Außerdem war es nicht der Sturm. Es war deine Schlamperei. Weil du deinen Kopf überall hast, nur nicht bei der Arbeit. Lass dir was einfallen. Ich habe mir immer was einfallen lassen. Normalerweise steht auf dem Etikett steirischer Weine auch der Name der Ehefrau. Auch der ihrer Mutter? Mhm. Obwohl sie sich nie so für den Weinbau interessiert hatte. Mehr für Bücher. Da kommen Sie wohl eher nach Ihrer Mutter, was? Als ich 10 war, hat sie mich das erste Mal mit nach Rhein in die Klosterbibliothek mitgenommen. Es war wie ein Wunder. Ein Raum gefüllt bis zur Decke nur mit Geschichten, Träumen und Fantasien. Können Sie sich das vorstellen? In diesen Büchern ist alles, was die Menschheit je gedacht, getan und erreicht hat. Sie sind... Die Seele der Welt. Genau. Ihr Vater hat offenbar Schwierigkeiten, wenn man sein Leben nicht dem Weingut widmet, oder? Naja, jedenfalls hat er meine Mutter nie so akzeptiert, wie sie wirklich war. Und da haben Sie sich getrennt. Auf einem steirischen Weingut trennt man sich nicht. Meine Mutter ist irgendwann innerlich ausgewandert und dann gestorben. Aber nicht nur wegen der Krankheit. Ich glaube wirklich, dass man stirbt, wenn man nicht so sein darf, wie man ist. Und deshalb sind Sie nach Frankfurt gegangen.
Ist das hier Ihr Weinberg? Mhm. Ich bin nach Frankfurt gegangen, weil er all Ihre Fotos weggeworfen hat. Wir haben uns vor 2 Jahren deswegen mächtig gestritten. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht so tun kann, als habe es meine Mutter für ihn nicht gegeben. Genauso wie es mich für ihn nicht gibt. Und was hat er da gesagt? Er hat nichts gesagt und ist gegangen, wie immer. Vielleicht fällt es ihm schwer, seine Gefühle zu zeigen. Aber Emma und Alexander kann er sie zeigen. Das ist schade um den guten Wein. Sehen Sie, Kathi, von einem Partner kann man sich trennen, wenn es vorbei ist, aber Ihr Vater ist ein Teil von Ihnen und wird es immer bleiben, ob Sie wollen oder nicht. Reden Sie noch mal mit ihm. Sagen Sie ihm, dass er Sie verletzt. Es ist zu spät. Ist das nicht Ihr Baum? Woher wissen Sie, dass das mein Baum ist? Ich habe Sie zufällig gesehen, als Sie ihn umarmt haben. Die Linde galt schon immer als Freund der Menschen. Als Glücksbringer. Als Kind, wenn ich traurig war, dann habe ich oft meine Stirn an die Borke gelegt. Ich habe dann gefühlt, wie die Krone in den Himmel hineinschwand. Und ich konnte das leise Wispern der Blätter hören. Ich wollte einfach fühlen, was der Baum fühlt. Das klingt verrückt, was? Nein, nein. Klingt schön. Und haben Sie gefühlt, was der Baum fühlt? Nein. Ich habe mich gespürt. Ich war ganz ich selbst. Wofür? Vielleicht, weil du jemand bist, der Bäume umarmt. So, ich muss dann los. Ich habe noch was sehr Wichtiges zu erledigen. Bis später. Bis später. Schriftsteller. Als Entschuldigung für heute Morgen. Nett. Ja, das kann er. Sehr nett sein. Eigentlich schade, dass er verheiratet ist. Rosa? Doch nicht für mich. Rosa? Ja, ich weiß, wie ich heiß. So, die Einkaufsliste für den Geburtstag von deinem Vater. Also, was brauchen wir? Schlagobers, Butter, Sauer. Kathi, früher, wenn du so durcheinander warst, bist du immer laufen gegangen. Ich bin nicht durcheinander. Wir versäumen das kleine Glück, weil wir vergeblich auf das große warten, hat einmal eine berühmte Schriftstellerin gesagt. Als er ihr gegenüberstand inmitten der Weinberge, hatte er sich nach allem, was hinter ihm lag, zum ersten Mal wieder danach gesehnt. Nach der Ewigkeit, die wir alle wollen, weil wir sie in uns spüren und fühlen, dass sie möglich ist, diese besondere Liebe, in der wir einander erkennen und nie wieder loslassen. Und er schwor sich, mit ihr würde er nie wieder das Besondere alltäglich werden, die Liebe, die leicht sein soll, schwer werden lassen. Nie wieder würde er auf das große Glück warten und übersehen, dass das Kleine schon da ist. Wenn sie einen Baum umarmt und spürt, dass sie in diesem Moment ganz sie selbst ist.
falls er wieder Saxophon spielt. Rosa. Weil ich morgen wieder staubsaugen muss. Schreiben. Das habe ich dir zu verdanken. Morgen! Frühstück! Oh, bitte. Sag Stopp. Eigentlich trinke ich ja meinen Kaffee immer schwarz. Warum ist Alex nicht beim Frühstück? Der wollte schon ganz früh am Morgen irgendwo hin. Irgendwo hin. Nein, nicht jetzt bitte. Alles angestrichen. Waren wir nicht schon beim Du? Für sie wichtig sein könnte. Was für dich wichtig sein könnte. Ich finde, wir sollten reden. Worüber? Über den Weinbau oder dass du deinen Kaffee schwarz trinkst? Über den Kuss. Ich glaube, ich brauche eine Abkühlung. Kommst du mit? Ich glaube, da zieht ein Gewitter auf. Hast du Angst? Nein. Ja, dann komm. Oh, das Wasser ist herrlich. Komm rein. Das Gewitter ist noch weit weg. Silvester, wir müssen trotzdem darüber reden. Ich meine, ich verstehe, dass du glücklich bist, dass du wieder schreiben kannst. Und ich weiß natürlich auch, dass der Kuss nichts zu bedeuten hat. Das war ja auch kein richtiger Kuss. Genau. Was ist ein richtiger? Aber was machst du denn? Was willst du von mir? Katharina, ich weiß es doch auch noch nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich den Tag nicht mehr einfach nur noch hinter mich bringen will. Ich will ihn wieder festhalten, diesen Augenblick. Ich glaube, ich bin dabei, mich in dich zu verlieben. Ja, aber du bist verheiratet. Hier rein. Ja, ich glaube, das dauert ein Weilchen. Komm.
Barbara und ich, wir haben uns getrennt. Schon vor einem Jahr. Was? Tja, alles nur Schein. Für die Presse, damit sich mein Buch besser verkauft. Aber wir lassen uns scheiden. Ja, aber trotzdem, das können wir nicht machen. Ich meine, sie ist meine Chefin. Sie hat dich mir quasi anvertraut. Beruflich anvertraut, natürlich. Weißt du, ich will da einfach nichts durcheinander bringen. Du bringst mich durcheinander. Ich will noch nicht nach Hause. Ja, dann bleiben wir noch hier. Morgen, Rosa. Morgen, Emma. Wo ist denn die Kathi? Die ist gestern mit dem Schriftsteller zum Sehen. Seitdem. Wieder mal typisch. Wenn sie nicht da ist, muss man alles alleine machen. Und wenn Kathi da ist, muss man auch alles alleine machen. Die Einkaufsliste ist jedenfalls geschrieben. Wir kaufen morgen ein. Ich denke, er ist verheiratet. Na und? Warst du die ganze Nacht? Er hat Angst gehabt wegen dem Gewitter, weil er schwimmen bat. Es tut mir leid. Ich will nicht, dass die Leute reden. Die Leute. Wir reden. Und zwar jetzt. Vater. Was zwischen Silvester und mir? Es geht nur ihm und mich was an. Nicht die Leute, nicht dich. Und seine Frau? Die geht es was an. Silvester und seine Frau haben sich... Ich schäme mich für dich. Natürlich, wie immer. Du weißt gar nichts von mir und schämst dich für mich. Dabei musst du das gar nicht. Was ich nämlich gerade sagen wollte, ist, Silvester und seine Frau haben sich getrennt. Geschieden? Getrennt. Also nicht geschieden. Es heißt in guten und in schlechten Tagen. Du hast kein Recht, dich da einzumischen. Du hast kein Recht, deiner Frau den Mann wegzunehmen. Nur weil es einmal bei ihnen gerade nicht so gut geht. Es ist vorbei. Sie lassen sich scheiden. Vielleicht deinetwegen. Wenn du nur einen Funken Anstand in deinem Leib hast, dann hältst du dich da raus. Und machst nur deine Arbeit. Sonst nichts. Mach mir keine Schande. Der Vater hat recht.
Hat er nicht? Ach, ich habe doch mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Und seine Frau hat sowieso schon längst einen anderen. Männer erzählen viel, wenn sie was von einem wollen. Und am Ende bleiben sie dann doch bei ihrer Frau. Eine Ehe gibt man nicht so schnell auf. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Nur einmal hätte ich mir gewünscht, dass du zu mir hältst. So wie Alex. Na, dann renn doch zu ihm, damit er dir wieder sagt, wie toll du bist und dass du alles richtig machst. Aber nicht jetzt. Jetzt puncht er nämlich gerade den Wein. Sag mal, was redest du denn da? Ich hab's vorhin mit eigenen Augen gesehen. Und warum? Und warum? Du sagst immer, wir wissen gar nichts von dir. Die Wahrheit ist, du weißt schon lange nichts mehr von uns. Und von deinem Schriftsteller weißt du wahrscheinlich noch weniger. Hallo Barbara. Ja, gut geht's mir. Sehr gut sogar. Du kriegst deinen Roman. Pünktlich? Ja, pünktlich. War eine gute Idee, mich hierher zu schicken. Kathi ist mir eine große Hilfe. Ich kann mit ihr wunderbar über den Stoff reden. Du hattest recht. Kathi ist sicher eine hervorragende Lektoratsassistentin. Dann bin ich ja froh, dass Katharina sich als so nützlich erweist. Ja. Bis später. Kathi. Kathi, Kathi. Kathi. Würden Sie bitte alle Termine canceln? Ich werde für ein paar Tage verreisen. Alexander, ich bin's. Mach bitte die Tür auf. Als der Vater letztes Jahr von heute auf morgen abgegeben hat. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwer wird. Die Konkurrenz und der ständige Druck von ihm. Dann auch noch der Sturm. Und bei einigen Weinbergen waren die jungen Triebe nicht gut genug gesichert. Windbruch. Ein Drittel der Ernte. Einfach kaputt. Und der Vater weiß das alles und erwartet trotzdem schwarze Zahlen von mir. Und wenn ich ihn frage, wie das gehen soll, dann heißt es nur, du bist mein Bub, du bockst es schon, ich hab's einmal nur geschafft. Trotzdem, das Betrug. Was ist, wenn die Kontrolleure kommen? Die waren erst letztes Jahr da. Und außerdem mische ich ja nichts Gesundheitsschädliches drunter, nur ein bisschen was von einem anderen Wein. Und solange es schmeckt, wem schade ich schon? Wem du schadest? In erster Linie dir selbst. Verschnitt als Original-Gutsabfüllung zu verkaufen. Mich dafür kannst du ins Gefängnis kommen. Etikettenschwindel gibt's höchstens eine Geldstrafe. Und die Schlagzeilen? Unser guter Ruf? Vater ist herzkrank. Alex, du hast Verantwortung für ihn und das Weingut. Ist doch auch irgendwo unser Zuhause. Ja, das ist die richtige. Du hast dich doch immer versteckt, wenn es schwierig geworden ist. Zuerst mit Büchern in deinem Baum und dann in Frankfurt. Aber das wahre Leben, Kathi, das ist anders als in deinen Romanen. Da geht's nicht immer gut aus. Da muss man kämpfen. Wenn sein muss, mit allen Mitteln. Ach so. So denkst du also über mich, ja? Und ich dachte wenigstens, du verstehst mich. Kathi, so habe ich noch gar nicht. Scheiße! Kathi, es tut mir leid. Lass
Lass mich in Ruhe, Alexander! Haben wir doch was falsch gemacht? Wenn du jetzt einfach so weggehst, kommst du vermutlich nie wieder hin. Ach, ich gehöre doch sowieso schon lange nicht mehr hierher. Sag mir einen Grund, warum ich hierbleiben soll. Ja, weil du sie liebst. Auch dein Vater. Ich hab's auch gesehen in deinen Augen, als du dachtest, dass er sich Sorgen gemacht hat. Hat er aber nicht. Er macht sich nur Sorgen, dass die Leute reden. Wenn er wüsste, dass Alex... Was? Was ist mit deinem Bruder? Sag mal, zwischen dir und deiner Frau ist es wirklich aus? Ich meine, ihr lasst euch wirklich scheiden? Ja. Trotzdem, wenn ich dann in Frankfurt bin und ihr in die Augen sehen muss, ich kann das nicht. Ich kündige und suche mir was Neues. Ja, warum nicht in Graz? Oh, ist kein schlechter Ort zum Schreiben. Du meinst es wirklich ernst? Ich habe noch nie etwas so ernst gemeint. Hinterher lagen wir noch lange ganz dicht beieinander. Da war kein Unterschied zwischen ihrer Wärme und meiner. Keine unsichtbare Wand zwischen unseren Gefühlen, sie und ich. Das ist eins, das ist grenzenlos. Ja? Und dennoch ist all das, was ich über sie und mich erzähle, nur ein kleiner Versuch, die Vollkommenheit meiner Welt zu beschreiben. Wenn wir einander umarmen... Stehe ich? Ich stehe sogar noch auf. Noch ist es top secret. Sein Besuch. Morgen, Katharina. Guten Morgen, Frau Dr. Reuterer. Damit vertreibt man wohl unerwünschte Gäste. Nein, Vögel. Natürlich, Vögel. Ja, das Klappern hat Ihren Mann beim Schreiben gestört. Also haben wir ihn abgeklemmt. Ah ja. Wie geht es ihm denn so ohne sein geliebtes Stadtleben? Ach, sehr gut. Also ich meine, er schreibt wieder. Ich weiß. Und das habe ich sicher auch Ihnen zu verdanken. Ich denke, wir werden über eine Beförderung zur Lektorin reden müssen. Da ist er ja. Seit wann hast du etwas gegen Vogelscheuchen? Also ich glaube, ich gehe dann. Siehst gut aus, Silvester. Das Landleben bekommt dir. Danke, danke. Und, was willst du? Lesen, was du geschrieben hast. Du meinst kontrollieren, ob ich etwas geschrieben habe. Du kannst den Roman lesen, wenn er fertig ist. Du wirst dich nie ändern. Warum auch? Bisher sind wir beide damit ganz gut gefahren. Wie ich wieder mal feststellen muss. Ach ja? Sind wir das? Ja. Also, ja oder ja?
Hier. Danke. Silvester, das ist gut. Das ist richtig gut. Ihretwegen? So hast du mich auch mal angesehen. Wenn du fertig bist mit Lesen, leg's bitte wieder zurück in die Schublade. Warum bist du denn so traurig? Mir geht's nicht so gut. Magst du keine Apfelstrudel? Doch. Aber jetzt, wo deine Frau da ist, ich kann das einfach nicht. Das mit Barbara, das... Ich weiß, ihr lasst euch scheiden, aber... Das ist vorbei. Das war schon vorbei, ehe es uns bewusst geworden ist. Und warum ist sie dann da? Reiner Kontrollzwang. Na, wollt ihr ein Stück? Ja, unbedingt. Ich bin sicher, sie reist heute noch ab. Alles in Ordnung? Es muss für Sie nicht leicht sein, wenn Ihr Mann so lange weg ist. Ich werde mich ohnehin daran gewöhnen müssen. Er will die Scheidung. Sie nicht. Ja, ich habe schon noch gehofft. Aber jetzt, wo ich hier bin, offenbar ist es für ihn wirklich vorbei. Hm. Wunderbar ausgereift. Weinkennerin, hm? Ich habe einfach zu viele Fehler gemacht. Ehe bedeutet nicht nur in guten und in schlechten Tagen. Es bedeutet auch, dass man ein Recht darauf hat, seine Fehler wieder gut zu machen. Bei mir und meiner Marie kam der Tod dazwischen. Aber ihr Mann lebt. Sie müssen es wenigstens versuchen, sonst wird man ein Leben lang damit nicht fertig. Dass Silvester die Scheidung will, liegt, denke ich, auch ein bisschen an ihrer Tochter. Meine Tochter nimmt keiner anderen Frau ihren Mann weg. So, und jetzt suche ich Ihnen das schönste Zimmer aus. Sie bleiben dort, nicht? Weil ich morgen Geburtstag habe. Weißt du, wie lange ich das schon suche? Schon immer. Ich habe es in Frankfurt in einem Antiquariat gefunden. Aber jetzt ist es ja gar keine Überraschung mehr. Doch.
Jetzt kann ich mich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht darauf freuen. Kathi. Ich weiß, du magst ihn. Und Erich wahrscheinlich auch. Aber das ist nicht recht. Sie liebt ihn. Das ist nicht wahr. Ich hab's in ihren Augen gesehen. Kathi, bitte. Hör nicht auf dein Herz. Hör auf dein Gewissen. Was du noch nicht weißt, sie bleibt erst mal da. Bist du noch da? Ja. Herr Weißenbach hat mir ein Zimmer angeboten. Und er hat mich auch für morgen zu seinem Geburtstag eingeladen. Gut. Dann reden wir jetzt mal offen miteinander. Was willst du wirklich? Ich hätte mit dir reden müssen. Über das, was mir in unserer Beziehung fehlt. Und mir nicht einfach einen anderen suchen. Barbara, mach dir doch nichts vor. Du hast dich irgendwann einfach nur noch gelangweilt in unserer Ehe. Das ist nicht wahr. Und was ist dann wahr? Erinnerst du dich noch an die Geschichte, die du mir mal erzählt hast? Du warst noch klein. Du hast einen Vogel gefunden. Hast ihn behutsam aufgehoben und in den Händen gehalten. Dein Vater sagte, lass ihn wieder fliegen, aber... Du wolltest den Vogel nicht mehr hergeben. Du hast ihn festgehalten, sehr fest. Und als du die Hände wieder geöffnet hast, da war der Vogel fast tot. Was willst du damit sagen? Dass sich meine Liebe erstickt? Nur, dass es dir schwerfällt, loszulassen, was der einmal gehört hat. Barbara, sei doch mal ehrlich mit dir. Willst du dich wirklich den Rest deines Lebens mit mir langweilen und unglücklich sein? Ich liebe Katharina. Und warum? Warum? Sie gehört zu den seltenen Menschen, die noch etwas tun, was die anderen längst verlernt haben. Sie umarmt das Leben, die Menschen. Ja, sogar die Bäume. Was für ein Kitsch und reichlich naiv. Aber wenn es das ist, was du jetzt brauchst, dann bleibt mir ja nur noch eines. Euch Glück zu wünschen. Reist nun endgültig ab. Und du bist dir sicher, dass du ihr keine Chance mehr geben willst? Ich bin mir sogar sicher, dass sie auch keine Chance mehr von mir will. Zu, dass er weiterhin so hervorragend schreibt. Ich verlasse mich ganz auf Sie. Trotzdem, in Frankfurt reden wir dann über die Beförderung. Ja, aber genau deswegen wollen wir... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
zwischen ihr und Silvester ist es offenbar wirklich vorbei. Denn sonst könnte die das gar nicht so mit dir. Ich hol schon mal den Schnaps für die Musiker, ja? Nein, lass doch. Das kann ich doch machen. Du sollst dich doch ein bisschen schonen. Na, Emma? Tanzt du nachher noch einen Walzer mit mir? Ach, geh, lass das. Das haben wir doch noch nie. Ja, dann wird's aber Zeit. Sei nicht so voll. Ach, was, das vertragen die schon. Ich soll hier auch noch ein bisschen mehr reinmachen. Okay. Katharina, dürfte ich Sie noch mal kurz sprechen? Wenn es geht, alleine. Ich könnte es mir einfach machen, Katharina. Ich könnte mir einfach sagen, okay, er macht es wie immer. Hauptsache, der Verlag bekommt seinen Roman. Aber diesmal ist mir der Preis zu hoch. Ich schätze sie und ich mag sie. Und ich hätte niemals gedacht, dass er auch... Wovon reden Sie? Davon, dass ich gehofft hatte, dass es endlich vorbei ist. Dass er das alles nicht mehr braucht. Aber... jetzt komme ich her und sehe, dass nichts vorbei ist. Dass er wieder sein Spiel spielt. Silvester liebt nicht. Er benutzt die Liebe. Sehen Sie, ein Bildhauer, ein Fotograf, alle haben sie Material, um zu arbeiten. Aber Silvester hat nur seine Fantasie, die ihn all diese wunderbaren Dinge über die Liebe schreiben lässt. Und jedes Mal... wenn sein Gefühlstank mal wieder leer ist, dann verliebt er sich. Wieder und immer wieder. Er schreibt die Liebe vom Leben ab. Also das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Und außerdem ist nicht Silvester... also Sie sind ja Silvester fremdgegangen. Ja. Durften Sie eigentlich schon etwas lesen? Natürlich nicht. Wie meinen Sie das? Einfach nur, genießen Sie die Liebe mit ihm, aber erwarten Sie nicht zu viel von ihr. Und wenn er Sie dann verlassen hat und Sie traurig sind, dann umarmen Sie einfach nur Ihren Baum. Auf Wiedersehen. Kathi, wo bleibt denn der Schnaps? Alles gut. Kathi. Also, ich bin dann weg. Als er ihr gegenüberstand inmitten der Weinberge, da hatte er sich nach allem, was hinter ihm lag, zum ersten Mal wieder danach gesehnt. Nach der Ewigkeit, die wir alle wollen, weil wir sie in uns spüren und fühlen, dass sie möglich ist, diese besondere Liebe, in der wir einander erkennen. Rosa und ich, wir werden mit den Gästen nicht mehr fertig. Wir brauchen dich. Was ist los? Seine Frau? Er hat alles aufgeschrieben. Den Baum, die Scheune, unsere Gefühle,
mich benutzt für seinen beschissenen Roman. Es tut so weh. Ich verstehe das mit euch zwar noch nicht so genau, aber ich weiß. Ich weiß, wie weh Liebe tun kann. Er heißt Sebastian und ist ein Freund von Marius. Ich habe ihn erst kurz vor der Hochzeit kennengelernt. Was hätte ich denn tun sollen? Die Hochzeit absagen? Der Vater hätte nie mehr wieder ein Wort mit mir geredet. Er ist dann nach Amerika und wir haben uns nicht mehr gesehen. Bis letztes Jahr. Und als er dann vor mir stand, das war stärker als alles. Liebt er dich? Dann tu einmal, was du willst. Es ist dein Leben. Ich soll mich von Marius trennen, ja? Ich krieg ein Kind von ihm. Ich bin nicht so stark wie du, Kathi. Ich hab dich immer bewundert, weil du dem Vater die Stirn geboten hast und einfach weggegangen bist. Und ich hab dich bewundert, weil du da geblieben bist. Immer. Du schaffst es. Du wirst es schaffen. Auch ohne ihn. Kathi? Dein Bruder braucht dich. Was? Ja, die Weinkontrolleure sind da. Was ist hier eigentlich los? Sehen Sie sich ruhig um. Alles, was Sie hier finden, sind hervorragende Spitzenweine. Muss es denn heute sein? Mein Vater feiert heute seinen 65. Gibt es ein schöneres Geschenk, als dass alles in Ordnung ist? Vater, Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Und dann brauchen wir noch die Kellerbücher. Ja, ja. Also, gehen wir dann. Ich hab den Wein gepanscht. Was hast du? Alexander braucht deine Hilfe. Der Verschnitt ist zwar schon als Originalgutsabfüllung etikettiert, aber noch nicht im Handel. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Zeit. Pack deine Sachen. In spätestens einer Stunde möchte ich von dir hier nichts mehr sehen. Vater! Sag mal, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, du meinst es ernst. Natürlich, wir dürfen ja keine Fehler machen. Rebstöcke, die wild treiben, bringen ja auch keine Erträge und schon lange keine Preise. Deswegen beschneidet man sie, bindet sie fest und zwingt sie in Reihe und Glied, richtig? Aber wir sind keine Rebstöcke, Vater. Wir sind deine Kinder. Und wir haben verdammt nochmal ein Recht darauf, geliebt zu werden, auch wenn wir anders sind als du. Ihr habt immer so sein dürfen, wie ihr seid. Ich ganz besonders. Weißt du, wann du seit Jahren das erste Mal wieder richtig nett zu mir warst? Gestern. Und das nur, damit ich den Mann aufgebe, den ich... Und? Hast du ihn aufgegeben? Seine Frau ist weg und er ist da. Bravo. Hast du wieder mal gut gemacht.
Nein, Vater. In deiner Nähe darf niemand so sein, wie er wirklich ist. Du merkst es ja noch nicht einmal, wenn alle um dich herum unglücklich sind. Mama, Emma, Alexander. Hauptsache, es geht alles nach deinem Willen. Hauptsache, du bist glücklich. Deine Mutter war nicht unglücklich. Ach ja. Und warum hast du dann all ihre ganzen Fotos weggeworfen? Ich kann dir sagen, warum. Weil du jedes Mal, wenn du sie hast anschauen müssen, gesehen hast, wie unglücklich sie war. Du hast ihr Leben kaputt gemacht, genauso wie das von Emma. Emma geht es gut. So gut, dass sie seit Jahren einen anderen liebt? Und dass sie Marius nur geheiratet hat, weil sie Angst vor dir hat? Ach, du tust mir leid. Kathi? Katharina, bitte rede mit mir. Schnell! Kathi! Schnell! Dein Vater, er hat einen Herzinfarkt! Dann war der Doktor auch eingeladen. Nein, nicht doch. Nicht, dass du noch was verpasst. Schau genau hin, wie er da liegt. Wie wir alle Angst um ihn haben. Ist doch genau das, was du brauchst für deinen Roman. Das ganz große Gefühl. Das ganz große Drama von Liebe, Verzweiflung und Schuld. Kathi, bitte. Wovon redest du? Wovon ich rede? Davon, dass ich nichts weiter für dich war als eine Gefühlstankstelle. Aber jetzt bin ich leer, Silvester. Völlig leer. Für dein nächstes Kapitel musst du dir eine andere suchen. Mein Job ist hiermit erledigt. Ach, noch was. Wenn ich wieder zurückkomme, ja? Dann möchte ich dich ja nicht mehr sehen. Ich fahre mit ihm ins Krankenhaus, ja? Wir kommen nach. Okay. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte ihm niemals sagen dürfen, dass du... Was ist denn jetzt, wenn er stirbt? Dann ist das nicht deine Schuld. Schau mal, Kathi, wenn wir nur überleben würden, weil wir nicht ehrlich miteinander sind und alles runterschlucken, was wäre denn das für ein Leben? Wenn unser Vater wirklich stirbt, dann warst es nicht du. Dann ist das Schicksal. Tut mir leid, ich kann Ihnen noch nichts sagen. Dürfen wir zu Ihnen? Er wird gerade untersucht. Kommen Sie später wieder. Im Moment können Sie ohnehin nichts für den Vater tun. Ah, Frau Weißenbach, ich soll Ihnen von Ihrem Vater noch etwas ausrichten. In der Truhe auf dem Speicher, da ist etwas für Sie. Und wie geht's ihm? Wir wissen noch nichts. Dein Schriftsteller ist gerade abgefahren. Es ist ihm gar nicht gut gegangen. Du kannst ihn noch zurückholen. Du sagst, du bist nicht so wie dein Vater. Du bist genauso stur wie dein Vater. Dickschädel. Selber. Oh.
Barbara? Wo bist du? Ich bin hier in Graz, im Literaturhaus. Wir müssen reden. Lass uns doch morgen hier treffen. Gut. Hey. Alles Liebe. Die Weinkontrolleure kommen erst nächste Woche wieder. Wegen seinem Herzinfarkt. Er hat sie doch nicht weggeworfen, die Fotos. Wie geht es ihm? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es zwischen ihm und Mutter irgendwann mal anders gewesen sein muss. Ich habe immer gedacht, er interessiert sich nicht für mich. Bitte bleib hier und lass uns herausfinden, was ihn so verändert hat. Ich kann nicht mehr, Kathi. Aber trotzdem danke. Für alles. Und irgendwann wird es uns zwei auch wieder gut gehen. Und wann? Schön, dass du gekommen bist. Sehr verführerisch. Ja. Was macht dich eigentlich so sicher? Weibliche Intuition. So, so. Nicht vielleicht das, was du Katharina erzählt hast? Hey. Ich habe dich verletzt, weil ich dich betrogen habe. Und sie bewundert dich. Sie himmelt dich an. Du hast ihre Gefühle benutzt, um wieder schreiben zu können. Das ist doch wirklich erstaunlich. Nach all den Jahren hast du nicht die geringste Ahnung von mir. Was heißt das? Na, was wohl? Wenn ich das Buch nicht termingerecht bekomme, dann mach dich auf eine Konventionalstrafe gefasst, die sich gewaschen hat. Und? War die schon bei ihm? Nur ganz kurz, dann war Visite. Aber der Arzt hat gesagt, dass er noch mal Glück gehabt hat. Und wenn er sich schont, dann wird er wieder ganz gesund werden. Alexander? Herr Weißenbach möchte seine Tochter sehen. Nein, Katharina. Fahr
Vater, ich... Ist schon gut. Es stimmt schon. Ich habe nie verstanden, was in dir vorgeht. Du bist so anders als ich. Deiner Mutter so ähnlich. Es ist hart, wenn man jemanden liebt und ihn nie erreicht. Egal, was man tut. Egal, wie sehr man sich bemüht. Man kann ihn nicht glücklich machen. Und ein Mann, der es nicht schafft, seine Frau glücklich zu machen, hat versagt. Ich war oft so unendlich hilflos. Vielleicht bin ich deshalb so hart geworden. Gegen dich und deine Mutter. Die Menschen, die ich am meisten geliebt habe. Und liebe. So, jetzt hol Alexander, damit wir gemeinsam in Ordnung bringen, was er verbockt hat. Menschen lügen, aber dein Herz sagt immer die Wahrheit. Alexander? Wasser hilft beim Zwiebelschneiden gegen Tränen. Bitte, Rosa, wo ist Kathi? Zur Bushaltestelle. Rennst du eigentlich so? Weil ich das mein ganzes Leben tun würde, solange bis du mir zuhörst. Ja, ich habe unsere Liebe aufgeschrieben, aber es ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich war überwältigt von dir und von dem, was ich für dich empfinde. Barbara sagt, du machst das immer so. Das stimmt nicht. Das wäre wohl mein schönster und ehrlichster Roman geworden. Wäre?
Ich werde ihn nicht veröffentlichen. Wirklich? Wirklich. Und wie soll dann die Nachwelt von dem größten Liebespaar des 21. Jahrhunderts erfahren? Du meinst... Wo wolltest du eigentlich hin? Zu dir. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und was schreibe ich nun im nächsten Kapitel? Wie wär's mit die traumhaft schön, geistreiche und bezaubernde Gefährtin des großartigen Schriftstellers sucht sich eine Stelle bei einem Grazer Verlag als Lektorin und... Und der große Schriftsteller sucht für sich und seine traumhaft schöne, geistreiche und bezaubernde Gefährtin ein Haus in der Nähe des Weinguts ihrer Familie und wird weiterhin die Geschicke seiner Frau und seiner Kinder in seinen grandiosen Romanen beschreiben. Kinder?